Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ausgepackt, der Rubrik hier auf diesem YouTube-Kanal, wo ich entweder Sachen aus meinem Regal, was sich ungefähr dort befindet, raushole und euch näher präsentiere oder ein paar brandneue Schätzlein, die mir der Postbote an die Tür gebracht hat, vor euren Augen entkleide. Heute werde ich euch ein bisschen was zeigen, das wird nicht allzu lange in meinem Besitz bleiben, denn das ist nicht für mich gedacht, sondern für meinen Bruder. Der hat bald Geburtstag, ist großer One Piece Fan. Ich habe ihm schon vor einiger Zeit das originale One Piece Pirate Warriors 1 für die PS3 gegeben und jetzt habe ich ihm die One Piece Pirate Warriors 2 Collector's Edition dann für die PlayStation 3 besorgt. Von dem Spiel hatte ich ja schon die japanische Demo im Gregors Gaming Gyros vorgestellt. One Piece ist natürlich die Anime-Serie rund um Piratenkönig Monkey D. Ruffy, ja, der auf der Grand Line nach dem Schatz von Gold Roger, dem legendären Piratensucht, ups, Kamera ein bisschen, da weiter vermacht. Und es ist ein Manga respektive Anime, der seit vielen, vielen Jahren dort läuft. Hier haben wir übrigens das Spiel in der Verpackung dort drin und ihr seht, wer nicht mit One Piece vertraut ist, ja, dicke Fäuste in absurde Gesichter werden gehauen, viel Humor, viel Spaß und so weiter, mehrere 100 plus Folgen gibt es schon und ja, ich mag One Piece ganz gerne, aber mein Bruder ist ein wesentlich größerer Fan, der guckt die Folgen heute und so weiter und ich glaube, der wird sich mit dieser Collector's Edition dann gut vergnügen können. Ihr habt gesehen, da ist noch ein bisschen mehr drin, da kümmern wir uns gleich drum, aber wir schauen uns erstmal das eigentliche Spiel an. Da ist leider, das finde ich immer schade bei Anime-Spielen, da bietet sich ja die Gelegenheit an, schön innen drin Motive reinzutun oder zumindest ein Wendecover, damit man die hässlichen USK-Aufdrücke hier nicht mehr hat. Hier ist leider, leider in Anführungsstrichen, aber immerhin das Wichtige ist ja, das Spiel mit dabei ist, aber zumindest leider nicht hier schönes Artwork drin. Ja, man kann aber zumindest sagen, das Handbuch ist farbig, es sind ungefähr, wie viel, ein paar Dutzend Sprachen hier drin, dass sich also, obwohl das Handbuch relativ dick ist, die Seiten immer wieder wiederholen, aber dafür ist so wenigstens ein bisschen bunte Informationen, wie dieses Game funktioniert. Spielerisch ist es, wie gesagt, wie das hier ausdrückt, auch ein Beat'em-up im Stile dieser Dynasty Warriors oder wir hatten ja auch mal Fist of the North Star, Ken's Rage hier im Channel dann gezeigt, rumlaufen und Horden von Gegnern mit dicken Kombos und Punches verkloppen. Mir hat Spaß gemacht im Gaming Gyros, die Demo, die ich ausprobiert habe. Ich glaube, mein Bruder wird sich umso mehr freuen, weil er kennt sich ja auch mit den Charakteren und der Geschichte dann richtig gut aus. Ja, gucken wir mal, 27p ist es, DualShock, HDD, 1 bis 2 Player, also kann man das auch zu zweit dann spielen, das hört sich doch auch schon mal gut an. Und das ist eine coole Geschichte. In dieser Collector's Edition, übrigens, ihr seht, ja, es ist ein bisschen groß von der Verpackung her, das ist nicht ganz so passt meist hier in meinem Kamerawinkel, ist noch eine Figur mit dabei. Eine Figur des Hauptcharakters Monkey D. Ruffy. Mal vorsichtig, dass wir es nicht kaputt machen, bevor wir es dann weitergeben können. Die man sich entweder ans Regal packt oder vielleicht auch im Karton lässt, je nachdem, was man haben will. So vorsichtig aufmachen. Immer diese großen Plastikverpackungen, ey. Ich bin ja eher dafür, wenn man solche Figuren sich dann holt, dass man die ruhig rausnimmt und dann irgendwo hinstellt. Und ich bin eher weniger dafür, dass man sie dann, ja, auch, es ist toll, dass die nicht ausgepackt sind. Na, das ist ja, einige Sammler bestehen ja auch darauf, dass man die Hülle und so weiter dort nicht abnimmt. Aber hey, schaut euch das mal an. Das ist hier eine Figur von Monkey D. Ruffy. Die ist ziemlich gut gemacht und ich fände es sehr schade, wenn die dann zumindest in der Verpackung dort bleiben würde. Da hat der Monkey schon einen dicken Umfang, einen Umhang an. Der auch, ist der hier ausgehöhlt? Nein, das ist hier nicht ausgehöhlt, aber es ist ziemlich, ja, stabiles, hartes Plastik. Die Details sind eigentlich ganz gut gemacht. Schaut euch mal das Gesicht hier und so weiter. Der sieht entsprechend Monkey D. Ruffy, ich erpicht auf Schatz und Essen aus. Hat wahrscheinlich hier ja, natürlich hat er das hier, so leckeres Fleisch sich gesammelt, weil er ja auch innerhalb der Serie einen großen, großen Hunger hat. Und das scheint wohl, ja, damit er sich hinstellen kann, der Bug eines Schiffes und so weiter. Kann man wahrscheinlich sich das irgendwie hier zurechtlegen, muss mal gucken, wie das Bild eigentlich gedacht ist. Oder Moment, da haben wir das doch. Schauen wir mal kurz auf der Seite der Packung. Da sieht man, das soll auf dem Boden stehen. Ach, und das eine Bein soll nach oben dann hinüberreichen. Okay, und dann steht das hier so auf dem Boden. Und dann, sehr gut. Dann sieht man, hier ist dann die Stelle, wo das Bein hin soll. Und dann hat man hier ein Stück Plastik, womit man es reintun kann. So, tust du mal rein. Kriegen wir es hier so hin?
So. Plastik auf Plastik. Und dann hat man hier, das kann ich natürlich jetzt hier nicht so sehen, wenn ich das hier so halte, aber so wäre das dann, dass er quasi über den Bug des Schiffes dann hinüberlugt. Ja, als Besonderheit in der Collector's Edition, ich glaube, da wird sich mein Bruder drüber freuen, nicht nur über das Spiel. So eine wertige Figur kriegt man ja sonst auch eher selten. Ich hoffe, er hat seinen Spaß damit. Oh, was ist hier? Ist auch noch was Kurzes. Das ist ein weiteres Stück Plastik. Ach, wahrscheinlich damit der Rest nicht umfällt, so ein Standfuß oder so. Das werde ich gleich nochmal für ihn dann aber zusammenpacken. Ja, eigentlich könnte ich hier bei diesem Ausgepackt auch ein Spiel zeigen. Das war ein bisschen länger her, dass ich es gekauft habe, bin aber bisher nicht dazu gekommen, es auszupacken sozusagen, aber wir können es der Vollständigkeit halber hier reintun. Natürlich Grand Theft Auto 5 bin ich fleißig daran, es zu spielen. Ich nehme auch parallel übrigens meine Spielsessions auf. Vielleicht wird es dann ja klappen, dass ich einfach mal ein 40 Stunden Longplay oder sowas dann online stelle. Es geht mittlerweile mit meiner Capture Hardware ja ganz gut. Grand Theft Auto 5 brauche ich nicht wirklich mehr viel zu sagen. Ich werde auch natürlich nochmal ein Review machen, wenn ich dann durch bin. Muss mal schauen, wie das jetzt mit der Arbeit, Beyond Two Souls und den anderen Games dann klappt, ob die mir dann genug Zeit lassen. Hier, wie bei One Piece ähnlich, schade, dass innen drin kein Motiv gemacht ist oder es kein innen drin Motiv gibt. Vor allem auch hier, das Cover finde ich ein bisschen schade, dass es durch den USK-Aufdruck hier verschandelt wird sozusagen. Disc ist Disc. Natürlich spiele ich die PS3-Version auf der Xbox, kaufe ich mir keine Spiele mehr. Muss dann also nicht unbedingt sein. Ja, hier sind nochmal ein paar Codes, die werde ich jetzt nicht in die Kamera halten, ja, weil ich die vielleicht irgendwann mal einlösen will, dass man noch ein Luftschiff dann dazu bekommt. Das ist die normale Edition, nicht die Collector's Edition, da hatte ich jetzt keinen wirkliches Interesse daran, das zu machen. Das Handbuch ist wirklich jetzt ein reines 5-Seiten-Handbuch, wo die Kontrollen einmal angezeigt werden. Immerhin gibt es aber dafür eine große, ausfaltbare Karte von Los Santos, der Stadt. Ups, die Kamera ein bisschen wieder gerade liegen, so. Von Los Santos, wo man hin und her fleuchen kann. Das war bei den alten Spielen ja auch so. Oh, und die ist sogar beidseitig bedruckt. Ah, weil es so ein großes Gebiet ist, hat man einmal komplett, ja, das kriege ich alles gar nicht hier in die Kamera rein, das ist die Stadt Los Santos und drumherum ist das Gebiet San Andreas, Blaine County und wie die dann alle heißen und man hat auf der anderen Seite nochmal einen closeren Blick auf das eigentliche Stadtgebiet. Grand Theft Auto ist ja eh eine meiner absoluten Lieblingsserien, Teil 3, Vice City, San Andreas, Liberty City Stories, Vice City Stories, GTA 4, The Lost and Damned, Ballad of Gay Tony, habe ich alles gespielt, hat mir alles sehr viel Spaß bereitet und ich habe sogar jetzt, Moment, wie kriege ich die Karte jetzt hier wieder zusammen? Da muss ich das gleich im Anschluss machen. Jetzt habe ich die so auseinandergeknickt, dass es nicht mehr geht. Macht mir weiterhin einen Riesenspaß und von dem, was ich bisher gespielt habe, an die 15 bis 20 Stunden dort drin, gefällt es mir langfristig auch sogar um einiges besser als GTA 4. Haben sie sich viel, viel Mühe gegeben und zu Recht auch brechen sie alle Rekorde momentan bei Rockstar, also da werdet ihr auf jeden Fall noch was im Kanal tun. Ich habe es mal hier mit reingeschmissen, weil als ich es gekauft habe, hatte ich leider keine Gelegenheit, es euch kurz im Ausgepackt zu zeigen. Collector's Edition hat natürlich mit Pappschubern und mehr Codes und so weiter und Artbooks mehr Zeug dabei. Aber ganz ehrlich, das braucht ich zumindest nicht mehr unbedingt. Mir reicht eigentlich nur noch das Spiel, weil ich will das Spiel spielen und nicht unbedingt, wenn es sich jetzt nicht wirklich lohnt oder ich sowas wie bei One Piece zum Verschenken habe. Lohnt es sich nicht wirklich, da nochmal extra Geld für die Special Edition auszugeben. Hier habe ich etwas, was noch mir die nette Henriette Simros aus, nee, aus Punkt, Punkt steht nicht, aber sie hat mir was Nettes von. So, hier habe ich noch etwas, was mir die werte Henriette über meine Amazon-Wunschliste bestellt hat. Und sie schreibt hier, als Dankeschön für all die unterhaltsamen und teilweise sogar gehaltvollen Stunden Gaming und Popkultur gibt es einen erfüllten Wunsch von deiner Liste. Viel Freude damit, unterschrieben Henriette. Vielen lieben Dank, Henriette. Ich hatte folgendes Item auf meiner Amazon-Wunschliste und Henriette hat sich dazu herabgelassen, sozusagen, mir diesen kleinen Wunsch zu erfüllen. Und es ist das Okami Official Complete Works Artbook. Oder Okami natürlich, wie man es am ehesten ausspricht, das, ja, wir können es ja hier mal ein bisschen aufmachen oder mal gucken, ob wir das komplett in die Kamera reinbekommen. Okami ist natürlich das Action-Adventure im Legend of Zelda-Stil auf der PlayStation 2 oder mittlerweile auch auf PS3, Wii, HD-Fassung und so weiter rausgekommen. Ich bin großer Fan des Spiels, habe auch gedrucktes Artwork bei mir auf der im Schlafzimmer bei mir sogar hängen mittlerweile dann dort und ich mag diesen Zeichenziel, ich glaube, das nennt sich Sumi, das ist so ein T
tintenbasierter Zeichenstil aus Japan, womit das komplette Spiel dann so gemacht ist, sehr, sehr gerne. Ich habe auch nicht nur das Spiel, sondern auch den Soundtrack separat mir auch noch gekauft. Das hätte wahrscheinlich in einem anderen ausgepackt erscheinen. Und dieses Artbook hatte ich immer schon mal im Blick, weil ich einmal dann doch mal im Detail sehen wollte, wo kommen denn die Zeichnungen her, wie sind die Details so aufgebaut. Das ist deshalb auf meine Amazon-Wunschliste mit drauf getan. Und Henriette war so nett, mir das zu bestellen. Großen, großen Dank von meiner Seite aus, weil so, wenn sich ein Artbook von einem Spiel lohnt, dann ist es Okami. Ne? Und da werde ich bestimmt einige entspannte Nachmittage, wenn ich gerade rausschaue, wieso es dann da draußen regnet und ich keinen Bock habe, mich nach draußen zu begeben. Da kann man sich mit einer Tasse Tee, mit dem Käffchen oder weiter hinsetzen und mal ein bisschen herumblättern, stöbern und Inspirationen für Charaktere sich hier angucken, Werdegänge, wie sind die fertigen Figuren entstanden, wie war das mit Amaterasu und so weiter. Oh, und es sind sogar ein paar Comics hier mit drin dabei, also ein großes, umfangreiches, fast 250 Seiten, nee, über 250 Seiten dickes Buch und sogar nah an die 300 Seiten dran. Da werde ich viel Zeit und viel Freude damit auf jeden Fall haben. Es ist ein schön wertiges, schön dickes Buch. Ich glaube, ihr konntet es ja hier ein bisschen sehen. Es wird sich ganz gut einreihen bei mir zusammen mit dem Zelda Hyrule Historia Book, weil das benutze ich momentan sozusagen, wenn ich mich mal entspannen und ein bisschen herumblättern und schauen will. Und ich hoffe, dass ich bald mal mein Breath of Fire Art Book wieder zurückbekomme. Habe ich schon seit längerer Zeit mal verliehen. Da wird das hier sich auf jeden Fall nicht einsam holen. Vielen Dank, werte Henriette. Wenn ich es richtig sehen konnte, ist noch ein weiteres Amazon-Päckchen von der Henriette angekommen. Das werde ich mir aber aufbewahren und erst zu meinem Geburtstag aufmachen, weil ich glaube, ich kann schon ahnen, was da drin ist und ich möchte mir sozusagen die Freude dann aufsparen, wenn es dann soweit ist. Aber auch dafür sei dir nochmal gedankt. Okay, das soll es für die heutige Ausgabe von Ausgepackt gewesen sein. Ich war der Gregor. Ich sage Tschüss.